So, zu einer erfolgreichen Krähenjacht gehört auch immer, dass man einen Tag vorher sich mal anguckt, wie sind die Flugrouten, weil das ändert sich teilweise Tag für Tag und Woche für Woche und auf welchem Feld sitzen sie. Und wir haben halt jetzt wieder ein ganz anderes Feld, als wo wir die letzten Jahre waren. Da sitzen aber einige, also ich würde sagen mindestens 200 Stück. Und das wird unser Feld sein, wo wir morgen früh auf jeden Fall angreifen werden. Der Bauer, der macht das Feld jetzt noch ein bisschen platt, grobert das um. Ich denke, die Voraussetzungen sind gut und wir haben sogar da hinten Mais. Das ist richtig gut, da können wir unseren Schirm aufbauen und dann sehen wir uns morgen früh.